Jo, liebe Leute, mein Name ist Yves und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder VGC und wir haben uns jemanden dazugeholt. Was geht, Leute? Hier ist Dave the Brave und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf heute für ein VGC-Match gegen den Yves. Ja, und wir haben beide, muss ich sagen, du hast jetzt auch ein relativ neues Team, ne? Muss ich sagen. Es geht, ich war schon auf einer Premier Challenge damit. Und es funktioniert. Ich habe mich endlich reingefunden. Es ist schwierig zu spielen, aber es geht. Und es ist cool. Ja, mal gucken. Also ich habe ja auch jetzt eins besucht, aber wir nehmen den Kampf ja schon vorher mal auf. Aber mal gucken. Vielleicht werde ich das da spielen. Mal schauen. Aber ich habe auf jeden Fall auch ein neues Team. Das werde ich auch auf jeden Fall oder würde ich da gerne spielen. Mal gucken, wie das so ist. Ich drücke mal auf Kampfbeginn, ne? Mach ruhig. Das kannst du machen. So, und dann schauen also wir eben mal. Also mein Team ist echt nicht so kommen, aber es ist geil. Aber es ist leider geil. Es ist geil. Nee, es ist nicht leider geil, es ist zum Glück geil. Ah, Sumpix, nice. Sehe ich auch nicht so oft. Es ist mega stark. Ich finde das auch total gut. Ich liebe dieses Sumpix. VGC ist es einfach echt, ich finde das super stark. Auch die wenigsten wissen, dass es Rundumschutz hat. Wie spielst du deins? Mit Expertenwort? Nee. Ich spiele es, ja genau, und Rundumschutz okay. Und also so ein bisschen als, und ja, ich sag mal, als Zapper, so der ein bisschen unterstützt etc., ne? Weil, alles klar. Ich habe auch ein Team um Mega Sumpix im VGC gebaut, mit Mega und so, aber spiele ich nicht so gerne, ich weiß auch nicht, das ist nicht so meins. Ja, meins ist auch kein Mega, aber mein Sumpix ist cool und es hat auch... Aber mein Sumpix ist cool. Es hat auch ein paar gute Matchups in deinem Team. Ein paar. Nicht alle, aber so ein paar. Also, ne, bitte. Also. So drei oder so. Drei, zwei. Wir spielen Best of Three, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Ja, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wollte ich gerade sagen. Wenn man kann. Ich habe aber ziemlich Probleme gegen dein Team, das sehe ich schon jetzt. Ja, findest du? Aber ich werde fertig damit. Wollen wir mal schauen. Ich hätte mir den Team aufschreiben sollen. Egal. Ich vergesse das auch so oft. Also wirklich, ich muss echt sagen, ich vergesse das wirklich so oft. Naja, ich mache es eigentlich nur bei Turnieren und so. Und dann schreibe ich halt auch, wo ja. Was schneller ist und so. Da schreibe ich halt wirklich alles auf. Ich schreibe mir auch Attacke etc. und dann. Nee, die Attacken schreibe ich nur auf, wenn es irgendwas Spezielles so ist. Also was man nicht immer hat. Es ist ja wirklich so, du spielst ja jetzt Best of Three eigentlich und deswegen schreibe ich mir meist auch genau auf, wer welches Item direkt trägt, weil es ist wirklich so, das ist so ätzend und so schlimm im Moment, ne? Ja. Ja gut, also ich kann mich nicht beklagen. Du kannst dich nicht beklagen, sagst du? Nicht über dieses Matchup erstmal. Sagst du? Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Also du bist jetzt Choice Scarf Featuren. Ja klar. Ja, nee. Ja. Doch. Nee, nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Dann aber kriegst ich Mega Lucario eigentlich cool. Okay. Mega Lucario ist zu stark. Ja, aber ich finde, es sieht man einfach so selten, einige Mons. Es ist halt mega fragil. So, jetzt die Frage, spielst du live up? Ja. Nee, spiel ich nicht. Wie, du spielst das nicht? Hä? Live up ist für Losers. Ich hab. Ey, ohne Witz, nö. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum ich gewonnen-hitted gerade werde. Verstehe ich wirklich gerade nicht. Weil ich habe eigentlich das ich wurde gerade auch schon gewonnen-hitted. Ich habe das Apokalyp ausgelegt, dass es eigentlich einen Abschlag überlebt. Von einem Sesurio. Ja gut, das ist jetzt aber nicht so cool, finde ich. Ja, ich finde es auch nicht cool. Überhaupt nicht. Das kostet mir jetzt fast schon das Game. Ja, das finde ich geil. Nee. Überhaupt doch. Das ist... Oh Mann. Ja, ich muss es machen. Sorry. Ich muss es wirklich machen. Ist schon okay. Ist schon okay. So. Das habe ich schon predicted. Ja, das ist genug Schaden. Das reicht, meinst du? Natürlich oder reicht das. Expertengurt. Oder nee. Was spielst du? Ah nee, ich frage noch nicht. Ich frage noch nicht. Ich ja gut, ich würde jetzt mal behaupten, dieses Match läuft jetzt relativ gut für mich erstmal. Ja. Aber ich weiß nicht, oder ich habe das falsche Apokalyp mir mittlerweile ins Team gepackt, weil ich habe da 4 Stück von. Und ich nee, du hast schon das Richtige. Nein, also für dich jetzt gerade ja, aber nicht für mich. Es gibt kein Richtiges für dieses Zesurio. Okay.
Okay. Ich sag dir am Ende des Best of Threes oder so. Da sagst du mir, was du für ein Item spielst. Das würde ich echt gerne wissen. Es ist mega stark, dieses Item. Ich verstehe nicht, wieso man das so wenig sieht. Lichtkanone, okay. Diesmal hab ich gedacht, das wirst du wieder machen, weil du meine Dings prediktest. Der Abschlag war auch klar. Aber das reicht. Und... Alter, das riecht hier sogar was aus. Was ist denn hier los? Was? Holy! Ja, ich bin plus eins. Und ich bin ein fucking Tesurio. Tesurio ist so awesome. Tesurio ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Ja, im VGC ist es so stark mit Siegeswille. Ich verstehe auch gar nicht, warum einige sagen, dass das schlecht ist. Ja, also das ist sowieso nicht. Es ist so stark im VGC, weil du kannst einfach nicht mit einem Bedroher am Anfang unbedingt liegen. Das ist... Ja, und vor allem... Meins zerstört einfach Existenzen. Ohne Scheiß. Vor allem, weil alle... einfach Existenzen. Ja, es one-shottet so viel im Metagame. Vor allem noch mit einer Helping Hand drauf. Und dann, zack. Ja. Achso, gut, dass du mir jetzt gerade sagst, dass das Helping Hand ist. Gut, Es ist gar nicht Helping Hand. Nee, das ist aber das Cresselia, oder nicht? Nee, es ist echt nicht Helping Hand. Ich hab anstatt Cresselia am Anfang Helping Hand Sylveon gespielt, aber dann bin ich nicht klargekommen gegen Amoongus, hatte ich nichts gegen und dann habe ich halt Cresselia mitgenommen. Ja, ich habe auch so, am Anfang habe ich immer gedacht, Amoongus und so. Aber es ist echt ein ätzendes Mon. Boah, das geht mir so auf die Nerven. Es ist so bulky. Aber ich finde gut, dass du kein Mega-Kangama spielst. Dass ich kein was? Ich glaube, ich habe wirklich das Mega-Kangama, dass du das nicht spielst. Mega-Kangama. Lucario ist mega gut gegen Mega-Kangama, weil Konzentrator. Ja, wenn es nicht mega ist, hat es Konzentrator. Genau, und du haust in dem Moment einfach einen Nahkampf draus. Genau. Wenn Mega-Kangama im gegnerischen Lead ist, dann... Nahkampf ohne Mega und das One-Shottet nicht ganz, wenn es so, die Ulti-Variante ist, aber es macht ultra viel. Machen gleich den zweiten Kampf. So, ich würde mal sagen, das war ganz erfolgreich erstmal. Ja, für dich schon. Für mich nicht. Ja, aber ich muss mal wirklich gucken, ob ich wirklich nicht das falsche Apokalypse mit habe. Nee, hast du nicht. Ja, für dich, aber es geht bei mir gerade darum. Ich habe extra so ausgelegt, dass es einen Abschlag trägt, aber ich will mal nachher wissen, was du da drauf spielst. Also von daher, mal gucken. Kannst ja mal Dennis fragen. Ja, den sehe ich am Samstag. Der weiß, was ich da drauf spiele. Ich habe vor kurzem auch mal mit ihm aufgenommen. Mit demselben Team. Dann muss ich mich da ja in Okay. Und ohne Scheiß, dieses Tesurio zerstört alles. Es kann wirklich viel zerstören. Ich mag das auch echt gerne spielen. Ich habe auch ein Team um Tesurio. Weil, wie gesagt, du hast halt diesen Siegewille. Und wenn Lando kommt... Du haust es weg. Und mein Tesurio hat auch noch die Gewissheit drauf. Und mit der Gewissheit one-shottet es Cresselia, sobald dieses etwas Chip-Damage genommen hat. Ups, ich glaube, das ist noch nicht eingeloggt. Ich hätte es noch nicht sagen dürfen. Egal. Egal, sagt er. Erstmal egal. Okay. Ja, gebe ich keinen Fick drauf. Ja gut, ich habe jetzt ein besseres... Ding, hoffe ich mal. Naja, weißt du, never change a winning team. Ich gewinne eh, ich weiß das jetzt. Never change a winning team. Okay. Ja, es ist so klar. Damit stehst du einfach so gut da. Mit dem, ne? Aber gut. ScrafTB und Luna Love, gut, nice. ScrafTB! Das ist aber eigentlich etwas frech. Weil ScrafTB, komm schon, das ist ein Pokémon, das ein Punk ist. Man soll sich nicht über einen Punk lustig machen. Deswegen ja B. Doch, es ist süß. Es ist süß. Ach fuck, ich hab gemissplayed. Ja, scheiß drauf. Warum hast du gemissplayed? Vielleicht auch. Weil du in Mega gegangen bist? Nee. Weil du... Er ist sowieso auf Fakeout gegen Tesurio. Richtig! Und was machst du jetzt? Hast du die Dings drauf? Ja, okay, Nahkampf reicht. Ja, müsste ausreichen, oder? Nee, schade. Doch. Ich hätte es cooler gefunden, hätte er nicht gereicht. Doch, der müsste reichen. Ja, er hat aber gereicht. Ist gut. Aber ist gut. Das reicht, es wäre mir lieber gewesen, hätte er nicht gereicht. So.
Denn hätte er nicht gereicht, hätte ich danach... Ja. Ja, egal, sag ich nicht. Aber dafür würdest du jetzt... Also, für mich ist es jetzt gut. Ja, jetzt wäre das schwierig für mich. Ja. Das ist, glaube ich, so das Problem bei deinem Team, finde ich. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Easy. Ja, wäre ja gelacht, wenn ich damit nicht fertig werden würde. Ja, aber ich sehe es jetzt schon kommen. Ich sehe es kommen. Was? Ich sehe es gleich kommen, pass auf. Der Mist kommt. Ja gut, der wäre jetzt nicht allzu krass. Nee, aber das wäre echt ätzend. Zumpex ist halt echt schon ziemlich real. Das muss man schon mal sagen. Hallo Lucario. Lucario. So, mal gucken. Das waren so wenig Damage. 26 Schaden. Nice, easy, Lucario, easy. 26 Schaden ist halt schon echt stark, ne? Okay. Ja. So, komm schon. Ach. Schade. Was meinst du? Warum schade? Warum schade? Winter. Günther. Ach so, nee, das ist okay. Bin ich okay. Finde ich schön. Und ich denke jetzt, ich weiß, was du gemacht hast. Warum? Warum nicht? Okay. Ja, gut, ja. Ich hätte auch drin bleiben können und hätte es rausnehmen können, aber. Heatran ist halt, was hättest du rausnehmen können? Alles, weil ich einen Crit gekriegt hätte. Ja, nee, einen Crit. Ja, du mich auch, ne? Easy. Hey, warte, ich glaube, ich habe gewonnen, ehrlich gesagt. Warum? Also, no offense, aber ich glaube, ich habe gewonnen. Warum? Ja, das siehst du jetzt gleich. Okay, ich habe... Nö, passt schon. Doch, ich sollte eigentlich gewonnen haben. Nee. Also, außer du hackst mich weg, aber... Sicher? Ich hack dich weg, pass auf. Ach, du hast Toxic, ne? Du hast bestimmt Toxic. Ja. Echt? Ja. Ja, aber das finde ich frech. Zumpex ist so fucking langsam? Ich hab's auf Minimum Speed. Denn auf Minimum Speed ist es langsamer als Ding. Ja. Aggie Slash. Und dann kann es One-Shotten mit Erdkräfte. Nice! Richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass es so langsam ist. Und es ist halt eine extrem gute. Ja, es hat 60 ungefähr Speed. Und es ist halt eine extrem gute Waffe gegen Double Genie. Ja, man kann es nicht paralysieren, man kann es, sie können ihm keinen Schaden machen. Das Einzige, was geht, ist Swagger, aber dafür habe ich noch einen Rockslide, der wird dann geboostet. Ja. Aber es ist nicht, nee, wusste ich gar nicht, dass es so langsam ist. Es ist echt langsam. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wie das geht, es ist schon ziemlich beeindruckend. Hast du gesehen, warum du verlierst? Nee. Echt nicht? Doch, ich hab das gesehen. Ich finde das kacke gerade. Aber Carmine Cresselia ist halt echt stark. Es ist stark, aber ich finde Setup in VW, obwohl es ist so ab gewissen Maß. Auf Cresselia geht es, weil Cresselia ist so bulky, das hat die Zeit dazu. Genau, aber so alles andere ist echt schwierig zu setupen. Du musst halt in eine Situation kommen, wo du es dir leisten kannst. So wie jetzt gerade, ne? Weil genau, weil du halt absolut keinen Druck auf mein Cresselia machen konntest. Nee. Hätte ich Scrafty gehabt. Dann wäre das easy. Aber Scrafty ist leider schon tot. Nein. Bam. Es ist kampfunfähig. Es macht auch so viel. Wie du fucking... Ich will unbedingt wissen, was du da gleich drauf spielst. Ja, es kann nur eins geben. Komm schon. Nee, fällt's mir gerade ehrlich nicht ein. Ohne Witz jetzt. Komm schon. Mir fällt es gerade ehrlich nicht ein. Boah. Also wenn du jetzt ein Misplay machst, okay. Ach nein. Fuck, schade. Nee. Ich dachte halt, du switchst eventuell. Nö. Genau das meinte ich nämlich, weil ich gedacht habe, wenn du das jetzt wirklich machst, dann kriege ich dich noch. Und jetzt die Frage, wie viel Damage das überhaupt macht. Nom. Ja, komm. Oh Gott, sorry. Das wollte ich wirklich nicht, aber ey, ohne Witz, Cresselia ist... Oh. Es ist einfach so bulky nach zwei Cormines schon. Ey, was ist das für ein Damage? Das ist komplett spezial alles hier. Und ich habe kein speziell defensives Investment. Miau, Alter. Das macht kein Damage. Gut, dann werde ich mal Time stallen.
Ja gut, dann bis morgen. Ja, Leute, das wird ein etwas längerer Part, tut mir leid dafür. Ich musste gerade stallen, weil ich es kann und ja, weil wir es machen müssen. Weil du nichts anderes kannst? Doch, Was? Ja, wir müssen teilen stallen. Oh Mann. Oh Mann. Fuck, ich hasse dich. Ja, ich hab's mir nämlich gedacht. Aber ist wirklich jetzt ehrlich? Schade. Ja, nice. Nice. Ja, damit Mist. Sind wir jetzt ein. Mist, es geht daneben. Wenn es geht Mist, daneben. Ne, das wäre so bitter, ne? Ich würde so lachen. Ich würde nicht, überhaupt nicht lachen, das wäre so bitter. Oh, Hex. Junge Ario, du hast nur minus 5 speziell Defensive. Das wäre so bitter, wenn das jetzt wirklich gemisst hat. Ich habe mir noch überlegt, auf die Vakuumwelle zu gehen. Hätte auch gereicht. Also ich wär, ja, natürlich hätte es gereicht. Das Problem ist einfach, ich habe einfach gedacht, du müsstest wirklich für eine Lichtkanone gehen, weil Heatwave, ja, der Portek ist so offensichtlich. Ja. Das war so meins, was ich gedacht habe. Der Portek ist so offensichtlich und ich dachte, es muss einfach. Aber das Match ist noch nicht vorbei, es wird noch spannend. Na, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Was meinst du, ich gewinne? Ach, fuck. Ja gut, das sollte jetzt reichen. Nee. Wenn du danach Double... Wobei, dann kann ich halt refreshen. Mm-mm. Das dürfte nicht reichen. Also wenn, dann müsste ich jetzt... Das wird extrem knapp jetzt. Nee, das reicht nicht. Das reicht. Toxic, nee. Doch, Toxic reicht. Nein. Du hältst warte, wie viel KP Prozent oder so. Ein nee, KP. es reicht. Ich fünf, wusste fünf. Es. Wow. Aber weißt du was? Ich habe da keinen Bock drauf. Ich wusste es. Aber du würdest auf langer Zeit sowieso gewinnen. Du kannst jetzt refreshen. Nee, du machst mir über die Hälfte, glaube ich. Ich glaube, du hast über die Hälfte gemacht mit allem mit zusammen. Mit Edelsamen, Toxin und ja. Edelsamen, Toxic, Flash, und du wirst irgendwann einen Special D-Drop kriegen. Irgendwann. Darauf spiele ich gerade, hallo. Na gut, aber das... Jetzt kommt der Crit. Das war jetzt schon wieder nur wegen meinen Misplays. Da hätte ich da etwas safer gespielt, hätte ich gewonnen. Dann hättest du gewonnen. Da hattest du das. Aber nee, der Dave, gegeben. Der geht immer auf die harten Predictions. Nein, ich wollte das nicht speichern. Jetzt habe ich wieder ein Video gespeichert. Ist aber ein schöner Kampf. Hey, es ist dein einziges Mal, als du mich besiegt hast. Wir haben ja noch. Nee, jetzt kommt der Alles in Scheine-Kampf. Ja, ich weiß. Jetzt kommt der Alles in Scheine-Kampf. Der wird so wichtig. Okay. Hauptsache ich gewinne. Wenn ich gewinne, dann ist alles gut. So. Ich bin eigentlich immer noch confident. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen was anderes mit, weil ich denke, ich weiß, was du machen wirst. Aber man weiß es ja nie genau. Denkst du, ich liede wieder mit demselben? Nee. Obwohl, es ist für dich ein guter Lied, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Es gewinnt eigentlich gegen alles außer Scrafty Crass. Gegen Scrafty Crass ist es sowas wie ein Unentschieden. Okay, Tentantel, nice. Dann habe ich, muss ich Tentantel. Sagen, muss ich sagen, sehr guten Lied. Ja, scheiße. Muss ich jetzt doch sagen, habe ich etwas ein Kacke-Lied erwischt? Weil ich habe eigentlich gedacht, dass für dich das so safe ist. Ne? Ja gut, aber mit Cesurio und Lucario hätte ich hier jetzt wieder gewonnen. Dann hättest du jetzt gewonnen, ja. Also der Lied haut dich jetzt. Eigentlich finde ich so ein bisschen raus. Ja, war jetzt... rausgehst und auf den gehst. Ja, aber ich muss hier safe bleiben. Ne? Ja, wenn nicht, dann wäre... Aber der Close Combat sollte reichen. Sollte? Außer du gehst auf Protect. Außer. Vielleicht gehe ich das, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Du gehst für die vielleicht gehe auch ich auf Protect. Ja, ich wusste es. Mann. Ich wusste es. Ich wollte erst... Für... Ja. Er wird Was? Wahrscheinlich... Und das ist jetzt so kacke gerade, ne? Jawohl. Perfekt. Und jetzt habe ich einen guten Lead. Naja, der ist kacke. Okay, nice.
Schade. Nein! Verklickt! Nein! Echt? Ja! Jawohl! Nein! Ich hab gerade noch dran gedacht. Was wolltest du? Ich wollte meinen Apokalypse reinschmeißen, weil das der Close Combat kommt. Das ist so schade. Das wäre mega cool gewesen. Nein! Das tut mir leid. Nein! Das tut mir leid. Das tut mir leid. Und ich überlebe, Crafty! Nein! Ja, bringt ja aber nichts. Easy, Scrafty. Easy. Das bringt ja aber nichts. Doch. Komm schon, Leech Seed Miss. Nee. Oh Mann, ich hab einfach mich voll verknickt. Es gibt's nicht. Wow. Nee. Nein. Mann. Ja. Sei mir nicht böse. Doch, ich bin dir böse. Alter, das passiert mir so oft, wenn ich mit jemandem spiele, dass ich mich einfach voll verklicke, ne? Weil du da nicht bei der Sache bist, weil du einfach am Reden bist, die ganze Zeit denkst du, Mir geschieht es nicht, dass ich mich verklicke, aber ich spiele jeweils relativ unkonzentriert manchmal. Und ich überlege dann nicht. Ah, was? Ja, nice. Ja, ich wollte erst gehen für Mogelhieb, aber es bringt mir jetzt nicht mehr. Du kannst jetzt nicht hoch mal mit Kaumite hochboosten. Und das sollte jetzt eigentlich Game sein. Ja. Weil ich noch genug HP habe, um noch einen dritten rauszubringen und dann. Der Leadship Miss hat jetzt, glaube ich, auch nicht so krass gemeldet. Was halt entschieden hat, war der Blick. Weil hätte ich einen Close Combat abgefangen, hätte da mal ein Apokalypto raus gehabt, du hättest. Ich weiß nicht, was spielst du noch drauf auf Lucario? Hast du noch nicht alles gesehen? Halt Protect, Close Combat, Vakuumwelle und Flash Cannon. Genau, Vakuumwelle haben wir ja geredet. Gesehen habe ich es noch nicht, aber. Oh Mann, egal. Ich gewinne jetzt noch durch Hex. Das wäre aber schwierig. Ich krieg gleich Wanted KO Matschbombe und dazu ein. Der geht eh nicht auf Matschbombe. Nee. Der geht auf Protect. Wer ich? Ja. Nö. Echt? Mm-mm. Schade. Come on. Hättest du Protect gemacht, dann hätte ich gewonnen, weil ich habe mir überlegt zu doublen auf Bisaflor mit Flash Cannon und Psychokinese, dann wäre es draus gewesen. Nice. Der Günther, der trifft. Ja, der Günther, der kriegt eine Gehaltserhöhung. Nice, Günther. Super Arbeit, Günther. Ist eine gute Arbeit, ne? Bring mal ein Bier mit, ne? Für einen Günther. Jetzt müssen wir mal überlegen. Mann. Ich hasse dich, Irokex. Ich werde dich jetzt nicht mehr mitnehmen. Hä, hey, aber Irokex ist. Mann. Keiner mag dich, Irokex. Ich mag Irokex. Irokex ist cool. Und dann hätte ich noch Scrafty sowieso gehabt mit einem Abschlag auf Dings. Okay, machen wir es einfach mal. Wir bleiben drin. Kriegen jetzt den Burn, dann reicht das nicht mehr aus. Okay, doch nicht. Schade. Auf jeden Fall gut gespielt. Was spielst du jetzt auf Sisurio? Wahlband. Okay. Ja. Choice Band Sisurio ist so krass. Es one-shottet Lando T. Es macht auf alles irgendwie 70% Schaden, außer es ist resisted. Ja. Das ist echt schon, ja, nicht schlecht. Nee, dann das ist echt gut. Obwohl, warte mal. Alter, easy. Ich hab gewonnen. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, glaube ich. Wahrscheinlich Joker. Es entscheidet jetzt nur noch, wie hoch du gewinnst. Ah, ich hätte Trick Room Turns zählen müssen. Das ist jetzt der zweite, der kommt. Ja. Okay. Weil es ist, wie gesagt, es entscheidet nur noch, wie hoch du da gewinnst. Sisurio! Fast. Er hätte es fast getankt, aber nur fast. So ein kleines bisschen hätte gereicht. Dann hätte er es getankt. Es war ein Crit. Du hast nur nicht hingeguckt. Alter, wie es kein Damage macht. Schade. Ich hätte gern Damage gehabt. Fuck. Kann ich mir vorstellen. Warum fuck jetzt? Ich glaube, du gewinnst. Nee, Obwohl doch, der Bizarrum ist ja draußen. Nice! Ich kann das Ding noch gewinnen. Ich hab so hart gechoked gerade. Ich kann das wirklich noch gewinnen. Easy. Ich hab so hart gechoked.
Ich denke da gerade gar nicht dran und denke so, nice. Ja, musst du machen. Hab ich predicted. Jetzt muss beides nur treffen, dann ist das raus. Nee, das tankt beides. Nein, never. Ich bin plus 3. Komm schon. Das hat 15 KP gemacht. Bitte, es ist bitte. Immer noch geteilter Schaden. Nein! Oh! Oh, nein! Priscilla kommt durch! Priscilla kommt so hart durch! Nein! Priscilla! Das ist ja schon fast ein bisschen unfair. Nein! Und ich bin wieder voll zumindest. Okay, ist noch nicht gelaufen für mich. Nee, du gewinnst immer noch. Bei? Nee. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann das nicht sein. Ich muss das hier jetzt einfach safe runterspielen. Ja. Du musst halt mein Dings ausstrahlen, ne? Den Chick Room, ja. Ja. Und dann kannst du Lucario nämlich schneller. Wenn ich jetzt einen Crit kriegen sollte auf Cresselia, wäre kacke. Weil es dann auf jeden Fall ausreichen wird. Ja, aber warum misst du nicht? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das finde ich extrem unfair, eigentlich. Eigentlich ist es unfair. Ich fühle mich so scheiße, wenn ich hier so stalle, ne? Gott, ich habe richtig schlecht gespielt in diesem Match gegen das Ende. Ich hätte das schon lange safe gewonnen haben müssen. Ja, du hast es, finde ich, meiner Meinung nach, hast es abgeschlossen, das Game. Ich kann eigentlich nicht mehr gewinnen. Ich kann kaum noch gewinnen. Doch, du hast gesehen, ja. So schnell ist es nicht vorbei. Weil du halt Cresselia hast, ne? Ist halt ein starkes Mann. Ja, mal sehen, wie stark es ist. Wir sehen jetzt gleich, wie stark es ist. Okay. Mach die Hälfte? Nein. Gott sei Dank. So, jetzt kommt jetzt. Dann krieg ich einfach keinen Special D-Drop. Ja, klar. Wow, what? Ja, gut, damit hast du gewonnen. Mann, ey. Ich bin so kacke. Ich bin so kacke. Nein. Ich hätte dieses Game sowas von safe gewinnen müssen. Oh ja. Du hast es einfach da so verspielt in dem Moment, wo du da gedacht hast, ne? Ja, du misst jetzt mit der Heatwave. Wenn ich misse, auf jeden Fall habe ich verloren. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich misse, habe ich verloren. Wenn sie trifft, Es ist ja nicht mal ein Tui-KO. Nee, ich bin komplett KP-Investment, ein bisschen Verteidigung, weil ich null Init brauche, ne? Ja. Mist, trifft sie? Nein! Ja, aber nur Miss Moon, ich habe nicht geheilt. Ich habe angegriffen. Ach so. Hättest du geheilt gedrückt? Dann ja, nee, es hätte mir nichts gehabt. Gebracht. Ich habe meinen Stick verloren. Scheiß drauf. Ja, aber ich will hier auch nicht so rumstallen. Und das war's, dein einziger Angriffsmove, oder? Ja, ich habe sowieso keine HP mehr. Nee, ich habe noch Ice Beam. Aber da komme ich in diesem Matchup nicht weit mit. Nee, überhaupt nicht. Da hättest du auch bei plus 60 Hokus. Obwohl, da hätte ich spielen können. Was? Auf dem Tastfluch, das fällt mir auch gerade jetzt erst ein. Ja, voll. Ja, ich hätte mich halt weiter boosten sollen. Mann, ja. Ich habe so kacke gespielt. Ja. Ich hätte dieses Match safe gewinnen müssen. Du hast es im Prinzip total aus der Hand gegeben, wo ich diesen Missklick hatte dann. Ja, da habe ich abgeschlossen. Genau. Das geschieht mir so oft, dass ich dann einfach Autopilot reinmache und dann joke. Weil mir geht's das ist mir so peinlich. Es ist mir so peinlich. Und es ist auf meinem Kanal zu sehen, Leute. Yeah. Bei mir spiele ich dann besser. Ja. Und ich sage mal, das war's bei uns hier bei dieser Aufnahme. Ja. Danke, dass der Dave dabei war. Vielleicht sehen wir ihn hier nochmal öfters wieder. Und war ich gerne dabei. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, und wenn ihr den anderen Kampf gerne sehen wollt, Link von ihm ist in der Beschreibung. Da bin ich da nochmal drauf zu sehen mit einem Kampf mit einem anderen Team, nehme ich glaube ich jetzt mal mit. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.